Aufsitzring. Heute geht's zu den deutschen Tourenwagenmasters, zur DTM auf den Lausitzring. Ich stehe jetzt zwar gerade noch im Stau, aber wir haben noch jede Menge Zeit, weil das Rennen startet erst 18 Uhr. Ja, die DTM dieses Jahr im Double Race Format, was für die Fans und für die Fotografen eigentlich nur bedeutet, dass man zwei Rennwochenenden an einem Wochenende durchprügeln will, was in Hockenheim so gut geklappt hat. Bin ich gespannt, wie es am Lausitzring so läuft. Ist spektakulärer für die Fans, ist spektakulärer für die Fotografen. Warum will ich mir eine Stunde lang freies Training und eine Stunde lang Qualifying anschauen, wenn ich doch daraus einfach noch ein Rennen basteln kann? Finde ich eine gute Idee. Ich bin gespannt und wir sehen uns auf der Rennstrecke. Weil hier, wenn man an die guten Stellen will, kommt man immer nur über die Fluchtwege an der Mauer.
fast vergessen. Nächste Woche gibt es dann ein Video, ich hoffe zumindest, dass ich es schaffe, über Fotoshooting beim Downhill Freeride in Grimma. Das habe ich hier ein paar Leute eingeladen. Und dann hoffentlich auch, wenn alles klappt, mit einer Drohne. Und das Wochenende darauf geht es dann wieder zu Sachsen-Anhalt Enduro. Da wird es auch wieder ein Vlog geben. Und da freue ich mich besonders drauf. In Ballenstedt, komplett neue Strecke. Mal gucken, was es da so gibt. Ansonsten, ciao, ciao.